So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück auf der Route 111, wo wir im letzten Part schon mal ein bisschen unterwegs waren mit der Hilfe unseres Spezialisten Zickzacks. Und ja, es hat nicht sehr viel gebracht. Ich wollte eigentlich schon mal ins Wüstengebiet rein, um unser nächstes Teammitglied zu schnappen. Doch es war ein Satz mit X, war wohl nix, denn ohne das Wüstenglas können wir jetzt leider noch lange nicht. Ins Wüstengebiet. Phantom Heart! Dort, schau doch! Das da ist der Schlotberg! Ah, nett, majestätisch. Aber wir haben sowieso noch auf dieser Route viele Kämpfe zu bescheiden. Er ist so riesig, so prachtvoll. Der Anblick verschlägt mir regelrecht den Atem. Ich will unbedingt mal mit der Seilbahn bis zum Gipfel fahren. Oh, dein Pokémon-Team sieht etwas erschöpft aus, Phantom Heart. Ich mache es wieder fit für dich. Danke sehr, Maike, danke sehr. Dann habe ich noch das hier für dich. Was? Ah, Stärke. Wunderbar. Du wirst sie bestimmt gut gebrauchen können, wenn du in den Bergen unterwegs bist. Ach ja, außerhalb eines Kampfes kann sie erst dann eingesetzt werden, wenn man den Orden der Arena von Bad Lavastadt hat. Denk dran. Hoppla, fest hätte ich es vergessen. Ich war auf dem Weg nach Laubwechselfeld, um Professor Cosmo zu besuchen. Also dann, Phantom Heart, ich muss weiter, aber beim nächsten Mal kämpfen wir wieder, ja? Ja, ja. Was, du hast schon das Wüstenglas? Toll. Na toll, machen wir erstmal einen kleinen Umweg. Erstmal einen kleinen Umweg hier. Gegen die einzelnen Trainer hier können wir so oder so noch kämpfen. Und du, Kamaup? Ja, bleib mal hier im hohen Gras. Denn ich habe kein Interesse daran, dich ins Team aufzunehmen. Wir wollen jetzt Kurtel herholen. Na? Okay, Kurtel. Warte mal, Team Magma versperrt ja aktuell noch den Weg hier. Also gut, der feurige Pfad. Ah, verdammt nochmal. Ja, wie schon gesagt, ohne die Stärke, oder besser gesagt, ohne den Orden von Bad Lavastadt, können wir hier nicht sehr viel erreichen. Apropos erreichen. Mir fehlen jetzt irgendwie hier die Pokémon. Kurtel, bist du gleich da? Nein, du bist ein normales Smogon. Wäre auch ziemlich interessant gewesen, aber Galar-Smogmog. Ja, wäre schon irgendwie ein bisschen verlockender. Aber egal. Egal. Kurtel, komm herbei. Vom feurigen Pfad. Denn dort bist du gleich startklar. Ist aber trotzdem ein bisschen problematisch. Denn Kurtel wird dann auch ja erst auf Level 14 so sein. Ach ja, wir haben jetzt wieder mal viel zu trainieren. Na, das ging jetzt ja flott. Na gut. Hallo, Kurtel. Pulverrausch. Status von Kurtel wird sinkt nicht. Na gut. Bist ja eigentlich auch ein kleiner Umweltverschmutzer, ja eigentlich, Kurtel. Ah, Big. Was war das jetzt? Ach so, Panzerschutz. Soll mir recht sein. Denn so können wir Kurtel viel leichter schwächen. Autsch. Ah, das war ja auch nicht gerade so optimal. Wie wär's denn jetzt mit der Finte? Ja, das wäre fast wieder mal ins Auge gegangen. Aber gut, die Verteidigung steigt weiterhin. Der Sieg, aber nein, nicht so der Sieg. So, wir holen uns dann mal Kurtel mit einem Hyperball. Ein bisschen Verschwendung muss ja auch nochmal wieder sein. Gott, Kurtel wurde gefangen. Mann, das war jetzt eine neue Bestzeit ja eigentlich. Beim Fang eines neuen Teammitglieds. Ah, Staffette. Ich wüsste jetzt nicht, wieso ich Staffette jetzt
für ein Flunkiefer haben sollte. Na gut, Kurtel. Zeit für ein bisschen Information. So, Kurtel, das Kohle-Pokémon. Kurtel schaufelt sich auf der Suche nach Kohle durch die Berge. Wenn es welche findet, hüllt es die Hohlräume seines Panzers mit Kohle und verbrennt diese. Wenn es angegriffen wird, stößt es dicken schwarzen Rauch aus. Wirkt ja ein bisschen Umweltverschmutzung hoch 10. Naja, wird mal Zeit für den vorletzten Abonnenten oder Zuschauernamen, besser gesagt. Und wir wählen jetzt natürlich ja den Namen Banana Boy EZ. So, Banana. Banana. Boy. EZ. Banana Boy EZ. Gut. Jetzt haben wir es geschafft und gemeistert. Kurtel ist in unserem Team drinne. Und sobald wir erstmal einen Supertrank ihm gegeben haben, wird es mal Zeit fürs Training. Die Zeit des Trainings ist gekommen. Kurtel! Wir werden Sieger sein. So, als allererstes natürlich mal an erste Stelle packen. Pommeskatze an vorletzter Stelle. Der Spezialist bleibt natürlich an letzter Stelle. So, und Banana Boy, wie sieht's denn jetzt aus? Also, du hast ja natürlich die Fähigkeit Pulverrauch. Gut. Ja, das ist auch gut. Sein Spezialangriff ist hoch. Seine Initiative ist niedrig. Aber, naja, was soll's? Ein Kurtel ist generell ja kein sehr schnelles Pokémon. So, ein ruhiges Wesen und ist hinterhältig. Jo. Perfekte Voraussetzung für einen speziellen Angreifer, wie ich finde. Na gut, dann geht's jetzt erstmal wieder raus. Es geht wieder raus. Wir trainieren jetzt unsere Pokémon wieder frei Haus. Gegen die Bergsteiger hier. Hilft nur Rasierblatt frei Haus. Und zwar ja gleich. Sagt er auch schon, der alte Scheich, wie auch immer er heißt. Aber generell müssen wir auch gleich erstmal wieder einen kleinen Abstecher nach Malvenpro City machen. Was muss, das muss ja. Weil für Kurtel bräuchten wir unbedingt ja eine neue Technik. Oder vielleicht bräuchten wir auch ein bisschen Offscreen-Training für Banana Boy, damit wir ihn erstmal so ungefähr auf das Level unseres schwächsten Teammitgliedes hier packen können. Obwohl, Feuerwirbel, wie sie es jetzt eigentlich... Toll. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Ja, aktuell kann Kurtel leider nicht allzu viel reißen. Leider, leider, leider. Na gut, eine neunte Runde Rasierblatt. Bitte frei Haus. Ach, dann können wir eigentlich auch formhalber auch mal wieder mal mit ein paar Rüpeln mal reden. Sie werden uns jetzt da sowieso noch nicht durchlassen. Weil zuallererst müssen wir zu den Meteorfällen hin. Und von dort aus, ja, wo mussten wir dann hin? Richtig, zum Schlotberg. Aber jetzt nervt mich die Sache mit den ganzen Kleinsteins hier doch ein bisschen zu sehr. So, nächste Rasierblattrunde. Lanas verbreite die Kunde. Schön. Level 27 erreicht. Och, ich habe einen Krampf im Bein. Das ist schlimm. Trink daher lieber mal
ein bisschen Magnesium. Hallo? Ah ja, komm, schläg mir immer aufs Gemüt. Aha. Bringt nix, mit denen zu reden. Hahaha, na, wie sieht's aus? Ein Kämpfchen gefährlich? Du und ich? Aha. Ein Käffchen wäre mir jetzt lieber. Aber gut, Wanderer Giesbert mit Kamau. Tja, zu blöd jetzt eigentlich für Banana Boy. Zu blöd, zu blöd. Obwohl, wir könnten mit Turbodreher angreifen. Wie viel Schaden würde das denn gleich machen? Eine interessante Frage. Das macht so gut wie gar keinen Schaden. Ist ja toll. Na gut, welches Pokémon könnte jetzt noch ein bisschen kämpfen? Elektrokatze. Gut. Ja, das wäre jetzt eigentlich auch unser Ende gewesen. Mit Kortel. Oder vielleicht auch nicht. Aber in Pokémon-Spielen, so muss man eigentlich auch so sagen, gibt es ja immer mal wieder den einen oder anderen langen Weg zum nächsten Orden. In der Kalos-Region war es ja der lange Weg zum zweiten Orden, ja. Da mussten wir nach dem zweiten Orden sowieso erstmal, ja, kurz in der großen Großstadt Illumina City ja vorbei, dann ja sowieso eine ganze Route, einen ganzen Tunnel, dann ja sowieso ja auch noch, was war das andere jetzt noch? Ja, noch eine andere Stadt, dann noch eine andere Höhle, Leuchthöhle hieß sie ja, glaube ich. Mussten wir dann ja auch noch durchqueren, dann noch mal einen kleinen Strandabschnitt. Ja, es hat wirklich ziemlich lange gedauert, bis wir in der sechsten Generation in der Kalos-Region Pokémon X unseren zweiten Orden erkämpfen konnten. Danach ging ja nun wirklich alles ziemlich flott. Ja, dort ging eigentlich wirklich alles ziemlich flott. Wenn man jetzt mal wieder im Vergleich zur dritten Generation, also zur Höhenregion, mal so aufstellt, muss man ja eigentlich auch so sagen, dass man hier einige Städte ja hat, die ziemlich weit voneinander entfernt sind. Muss man ja auch so sagen. Denn Bad Lavastadt ist ja eigentlich ja ziemlich weit entfernt, weil man ja sowieso erstmal hier und dort ein paar Routen erstmal abgehen muss, bevor man dann erstmal zum Schlotberg reisen kann und von dort dann Bad Lavastadt erreichen kann. Danach wiederum geht alles natürlich ein bisschen schneller, ja. Weil der Weg vom vierten zum fünften Orden ist ziemlich kurz. Der Weg zum sechsten Orden, ja, abgesehen vom ziemlich hohen Gras. Und dann natürlich den kleinen Ausflug ins Klimainstitut der Höhenregion. Geht eigentlich auch der sechste Orden ein bisschen schnell. Bloß der siebte und achte Orden der Höhenregion. Das braucht eine Zeit lang, bis man zu den Ortschaften hinkommt. So, Aufruhr. Können wir Aufruhr gebrauchen? Wie viel Schaden macht das? 90. Widerhall, was war das? Wenn jeder Runde ein Teilnehmer wiederholt die Attacke einsetzt, steigt die Stärke. Machen wir mal Kreideschrei weg. Und Aufruhr erlernt. Schön. Oh, du triffst die Töne besser als ich. Tja, ist auch gut so, dass wir die Töne besser treffen als sie. Ich bin ein starker Junge und ich weine bestimmt nicht, wenn ich verliere. Wie du meinst, wie du meinst. Kemper Karel. Kemper Karel. Vielleicht sollten wir jetzt mal versuchen, ja, die Schwalbini zu besiegen. Wir sind ja ungefähr auf dem gleichen Level, ja. Ob wir eigentlich ja in Bad Lavastadt ja die Holzkohle ja gekriegt hatten? War ja sicherlich. Na gut, aber jetzt sieht man schon mal Feuerwirbel. Und vor allem ja auch der Kampf gegen Schwalbini.
läuft schon mal ein bisschen besser ab. Haben zwar noch nicht Level 17, aber das dauert ja auch nicht mal zu lange. So, vielleicht nochmal ein Feuerwirbel. Okay, die Verteidigung von Kurtel ist ja natürlich ja ziemlich optimal stark. Also können wir solche einfachen Gegner auch mit Kurtel auf Level 16 bezwingen. Ja, das war... Oh, verdammt nochmal. Oh, verdammtes Zubat, verdammtes Zubat. Feuerwirbel ist auch in einerlei Hinsicht eine etwas ungenaue Technik. Aber wenn man aktuell nichts anderes zur Verfügung hat, dann muss man auch mit einem Feuerwirbel erstmal auskommen. So, Level 17. Aber leider keine neue Technik. Wow! Okay, er heult doch ein bisschen. Na gut. Aber wenigstens heult Kurtel ja nicht. Draußen in der Natur werden Pokémon gleich viel lebhafter als sonst. Meinst du nicht auch? Ist eine reine Ansichtssache. So, nochmal ein Schwalbini. Ja, an der Theorie her. Kurtel, das müsstest du auch mit deinen niedrigen Lebenspunkten. Doch jetzt... Oh, Level 21. Okay, dieses Schwalbini... ist ein bisschen... Oh, verdammt, ein bisschen zu heftig. Okay, Pommeskatze, du bist wieder dran. Flunkiefer. Ist doch aktuell alles ein bisschen bescheuerter hier. Man kümmert sich aktuell wirklich bloß ums Aufleveln seiner Pokémon. Es geschieht ja recht wenig hier. Okay, wir haben mal wieder ein kleines Gespräch mit Maike gehabt. Aber im Großen und Ganzen... war es das jetzt eigentlich? Na gut, dieser Backpacker wurde auch bezwungen. Aber dann werden wir gleich erstmal die Familie Siegberg Bert mal guten Tag sagen. Das wäre dann jetzt eigentlich das Hauptereignis des heutigen Tages, ja. Der Kampf gegen die Familie Siegbert. Somit haben wir dann auch mal wieder zwei Filler-Episoden hinter uns gebracht. War sowieso, er sagt auch, eine ziemlich nett gewesene Serie. Der Kampf gegen die Familie Siegbert. Ja, es war wirklich unterhaltsam gewesen. Generell waren eigentlich die früheren Pokémon-Episoden ein bisschen interessanter und unterhaltsamer gewesen als die Episoden heutzutage. Und wie immer kann ich dazu auch bloß sagen, die früheren Pokémon-Episoden im Vergleich zu diesem bescheuerten Sonne- und Mond-Anime hatten auch einen viel besseren Zeichenstil gehabt und nicht sowas, ja, lächerliches. Muss man ja wirklich sagen, das war richtig lächerlich. Und ein ordentlicher Rückschritt im Vergleich zu den anderen Pokémon-Serien. Oder Staffeln, besser gesagt. Naja. Die nächste Serie oder die nächste Staffel kann eigentlich ja bloß besser werden. Weil als nächstes wird es dann ja auch nach Alola, nicht Alola, das sind die ja gerade. Denn als nächstes wird es dann irgendwann auch mal in die Galar-Region gehen. Oder eventuell ja auch wird der Pokémon-Anime irgendwann auch mal beendet. So, dass Ash vielleicht nicht mal mehr die Hauptrolle hat. Aber wird ja auch langsam mal etwas langweilig. Ein Trainer, der den Jungbrunnen ja quasi gefunden hat. So muss man das ja mal sagen. Er altert ja wirklich kein Stück. Ah, warte mal, wir könnten ja mal Aufruhr benutzen. So. Na, oh, das war doch schon mal nicht übel. Und das war es recht nicht übel. Gut, Level 18. Flammenrad, schön. Ist allerdings eine offensive Technik. Naja, ist auf alle Fälle besser als Turbodreher.
Für das Competitive wäre Turbo Derea ja gut, um irgendwelche scharfen Gegenstände vom Boden wegzubewegen, aber im Großen und Ganzen für normale Kämpfe ziemlich langweilig. Jaja, und Pia und Udo haben einen starken Trainer gefunden. Das war ja sagenhaft, ich bin komplett sprachlos, du bist ein Phänomen. Unsere Augen haben uns also keinen Streich gespielt. Vom ersten Moment an haben wir dein Potenzial erkannt. Wir sind im ganzen Land unterwegs und interviewen die verschiedensten Trainer von überall her. Würdest du auch du uns ein kurzes Interview geben? Jo. Wirklich großartig. Also könntest du bitte mit einem Wort ausdrücken, was nach dem Kampf in dir vorgeht? Okay, wie lautet deine Antwort? Meine Antwort lautet... nein, so. Durst. Natürlich ist man ein Kampf durstig. Oh ja, perfekt ausgedrückt. Ich habe das Gefühl, dass die Sendung total gut ankommen wird. Vielleicht wird sie ja hier im Videonavi ausgestrahlt. Schau ab und zu mal rein, okay? Also vielen Dank und bis bald. Ja, bis bald, bis bald. Wir werden ja nicht allzu alt. Denn wir bleiben hier immer auf dem gleichen Alter. Ach, sieh mal an. Ein Pokémon im Felsen. Ein kleines Kleinstein. Na gut, Kurtel? Nein, du könntest es nicht besiegen. Oh, na toll. Wir wollen zwar... Warte mal, wir könnten auch... Ah, das war jetzt ein Fehler. Das war jetzt ein Fehler, aber wir sind ja gleich sowieso ja wieder mal im Pokémon Center von Malvenfroh City unterwegs. Ach, wieder mal die verdammte Flucht gescheitert. Also gut, Blanas. Erlege noch einmal dieses Kleinstein mit Rasierblatt. Ach, wieder mal die Robustheit. Immer mal wieder die Robustheit. Immer mal wieder äußerst robust, ja. Schön. Oh, gut, Steinhagel. Da kommt dann jetzt erstmal der Tackle-Angriff weg. Schön. Schöne Techniken wurden jetzt erlernt. Ein gutes Teammitglied haben wir natürlich ja auch in diesem Part gefangen. Ja, im Großen und Ganzen ein bisschen fillermäßig das Ganze, aber hey. Hey, hey, hey. Im Großen und Ganzen... ist man mal wieder mit der heutigen Leistung zufrieden. Blöderweise allerdings müssen wir Zickzacks immer noch im Team behalten. Aber solange wir kein Wüstenglas besitzen, ist das sowieso auch total egal. Weil so lange können wir nicht unser letztes Teammitglied fangen. So, Pokémon Supermarkt, welche Technik könnte ich denn jetzt mal... Warte mal, wir können immer noch keine Technik kaufen. Verdammt, verdammt, verdammt. Na gut, dann müssen wir jetzt erstmal so mit den Sachen auskommen, die wir jetzt aktuell haben. Ist ja mehr als schade. Ach, dann wird es wirklich jetzt erstmal Zeit für einen kleinen letzten Kampf. Ich habe die Familie Siegers daraus gefordert und viermal hintereinander gekämpft. Hinterher war ich kaputt. Hallo. Hallo, ich will dich nicht allzu lange aufhalten, denn ich sehe ja, dass du auf Reisen bist. Was hältst du davon, du trittst mit deinem Pokémon gegen uns vier Familienmitglieder hintereinander an? Ja. Das nenne ich Kampfgeist, ich mag dich. Ja, so geht's dann jetzt mal los. Die Familie Siegers mit Vater Victor. Na gut, Banana Boy. Es ist Zeit für ein ordentliches Training für dich. Alles andere, was du bis jetzt in diesem Part erlebt hast, war nix gegen das gewesen, was du jetzt hier erlebst. Wow. Das war ein guter Flammrad. Schön. Ja, ja. Alles, was bisher vorkam, war nur eine Aufwärmübung dafür gewesen,
die Familie Siegers im Alleingang in Grund und Boden zu bekämpfen. Und danach, ja, radeln wir erstmal sehr schnell den feurigen Pfad durch. Wow, du bist stärker, als du aussiehst. Danke sehr. Höre ich heutzutage wirklich ziemlich häufig. Hey ihr, ich habe einen starken Trainer vor unserer Haustür gefunden. Oh, du meine Güte, bist du aber jung. Trotzdem musst du ein sehr guter Trainer sein, wenn du meinen Mann besiegen konntest. Nun bin ich an der Reihe. Ja, jetzt kommt die Mutti an der Reihe. Victoria Siegers mit ihren Roselia. Ach, sie macht es uns jetzt wirklich ein bisschen zu einfach. Ein bisschen zu einfach, ein bisschen zu einfach. Aber die stärkste Trainerin der Familie Siegers ist natürlich die Großmutter. Wie sollte es auch sonst anders sein? Denn die Großmutter ist ja eine erfahrene Trainerin. Gott. Hey, das ist nicht so gut. Ach, das war bloß eine Sinebeere. Na gut, da wir jetzt sowieso ja schon ein Statusproblem haben, können wir dann auch ebenso gut Flammenrad eigentlich einsetzen, wollte ich sagen. Aber wir müssen wohl doch ein bisschen weiter auf den Feuerwirbel vertrauen. Auf den Feuerwirbel vertrauen. Da können wir gleich mal weiterschauen. Wir kommen jetzt hier doch nicht allzu weit. Das gefällt uns beim besten Willen. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Verdammter Megasauger. Oh, komm schon, Feuerwirbel jetzt. Verdammt nochmal, Kortel. Eigentlich sollst du die ganze Familie Siegers ja im Alleingang besiegen. Aber so wie es aktuell aussieht, haben wir ein Problem. Ach, wie stark du nur bist. Aber jetzt könnten wir uns eine neue Thermia kaufen. Hier draußen ein starker Trainer, ein wirklich starker, sage ich euch. Oh, die Tochter. Du bist stärker als Mami, wow. Aber ich bin auch stark, wirklich, ganz ehrlich. Ja, die Tochter. In der Serie war sie natürlich ja um einiges kleiner gewesen und jünger. Sie war so ungefähr in dem Alter von Max gewesen. Aber gut, jetzt bleibt mir wirklich nichts anderes übrig, als auszutauschen. Wir müssen tauschen unsere Pokémon, damit wir gleich auch die Laubklinge haben können. Oh ja, das wird jetzt kein Problem mehr sein. Nach diesem Rasierblatt haben wir Level 28 erreicht und somit auch die Laubklinge gleich erlernt. Sofern es nicht Level 38 war. Doch, es war Level 28 gewesen, gut. Also weg mit Wachstum. Und hallihallo, hallöle, die Laubklinge. Schön, machen wir mal weiter. Kamaup. Ja, Pommeskatze, leg mal wieder los. So siegen wir gleich wieder ohne Probleme. Der Angriff, ja, der singt. Und wir singen dazu. Na schön. Intensität Stufe 9. Hat nicht allzu viel gebracht. Was will man auch erwarten von Level 16 Kamaup? Schön. Ein wunderbarer Volltreffer der Klammer. Aber sehr viel kriegen wir jetzt hier nicht raus an Erfahrungspunkten. Leider, leider, leider gibt es hier viel zu wenig Erfahrungspunkte. So, als nächstes haben wir wieder mal Knilz hier. Ah, Banana Boy. Es tut mir wirklich ziemlich leid, aber
Wohl oder übel musst du mal versuchen, Knilz mit einem Flammenrad zu erledigen. Gut, wie ist... Na toll, zurückgeschreckt. Das ist ja nun wirklich total bescheuert. Aber eigentlich mit einem Flammenrad müssten wir es jetzt hinkriegen können. Jo. Ich habe recht behalten. Mit einem Flammenrad haben wir Knilz bezwungen. Hä, hey, sag bloß, ich hab verloren. Ja, du hast verloren. Und wir überziehen gleich mal wieder. Das ist gemein. Ah, Oma. Ah. Ja, was ist denn das denn hier? Wie konntest du mir nur meine Enkelin zum Weinen bringen? Schäm dich, junger Mann. Dafür werde ich deine Pokémon ordentlich in die Mangel nehmen. Mach dich auch was gefasst. Man nennt mich auch die Dampflok. Oder besser auch die siegreiche Vicky. Die siegreiche Vicky mit ihrem Meditalis. Eigentlich auch ein Gegner, den Quirtle mit einem Angriff plätten könnte. Aber es ist aktuell leider nicht möglich. Leider, leider, leider. Überhaupt nicht möglich. Autsch, autsch, autsch. Her mit der Laubklinge. So. Okay, das kam überraschend. Das kam jetzt wirklich überraschend. Muss ich zugestehen. Also gut. Da muss Flunkiefer mal wieder ran. Na, mal sehen, na, mal sehen. Einmal Klammer. Und die Omi ist erledigt. Aber auch wenn ich es jetzt nicht vorhatte, müssen wir dann gleich wohl doch mal wieder ins Pokémon Center von Malvenfroh City. Oha, du bist stark! Meine Enkelin hatte recht! Wenn du es nicht allzu eilig hast, dann komm doch kurz mit rein! Ja, ich komme gleich mit rein. So. Kriege ich noch eine Erfrischung? Es steht außer Frage, dass du stark bist! Aber wenn du gegen meinen Enkel antreten willst, wird dir das nur Tränen der Frustration einbringen. Er ist viel stärker als jeder Trainer, den unsere Familie kennt. Mein Enkel müsste jetzt gerade dabei sein, den Champ der Pokémon-Liga herauszufordern. Wie ich meinen Enkel kenne, könnte er mittlerweile sogar schon der neue Champ sein. Aha, nur deshalb wollte sie uns jetzt drin haben, um mir den Enkel anzugeben. Ach so, Macho-Bänder. Wir haben also jetzt ein Macho-Band. Macho, Macho Man. Mami ist stärker als Papi. Ich bin stärker als Mami. Und Omi ist stärker als ich. Und mein großer Bruder ist noch stärker als Omi. Nur deshalb sind wir jetzt hier gekommen? Schade. Wirklich schade. Wir haben jetzt wirklich so lange hier geradelt. So viele Kämpfe bestritten. Und wofür? Ja, um unser Teammitglied Nummer 5 unser eigen nennen zu dürfen. Aber leider, leider, leider haben wir immer noch unseren Spezialisten im Team. Also können wir auch in Kürze noch nicht das 6. Teammitglied fangen. Ach, das können wir sowieso ja nicht fangen. Uns fehlt ja sowieso immer noch das Wüstenglas. Übel, übel, übel. Naja, dann wollen wir uns im nächsten Part erstmal dran machen, Laubwechselfeld zu erreichen, dann sowieso das Wüstenglas zu kriegen, damit wir auch in die Wüste gehen können. Und ja, dann als nächste Stunde dann noch die Meteorfälle auf dem Plan. Ehe wir dann nach Bad Lavastadt können. Obwohl, so recht dahin können wir immer noch nicht. Wir müssten dann ja auch erstmal den Schlotberg erreichen. Wo dann ja aktuell Team Magmaier ist. Ach ja, wir haben jetzt wirklich keine allzu leichten Wege hier vor uns. Wirklich nicht allzu leicht. Vielleicht sollte ich mir für den nächsten Part mal ein paar Themen notieren. Wäre nicht allzu übel.
So, und damit sagt er jetzt auch mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, wo wir uns mal auf den Weg machen werden nach Laubwechselfeld. Bis dann und ciao.